Du bist noch lange nicht zufrieden mit dem, wie es gerade bei dir läuft und willst endlich wissen, worauf es ankommt, um deine Ziele in deinem Business zu erreichen. Wenn du dir diese Frage stellst, dann bist du hier in diesem Video genau richtig, weil ich erzähle dir in diesem Video die 5 wichtigsten Punkte, worauf es wirklich ankommt, um mit deiner Selbstständigkeit, mit deinem Business erfolgreich zu werden. Vor allen Dingen der letzte Punkt ist extrem wichtig und ein extremer Gamechanger, deswegen schau dieses Video am besten bis zum Ende an, um auch diesen Punkt nicht zu verpassen. Ich würde sagen, wir kommen auch direkt zum allerersten Punkt und zwar Fokus. Und was meine ich damit? Du musst wirklich den notwendigen Fokus in deinem Business haben. Lass dich nicht wirklich ablenken von äußeren Einflüssen, Freunden, Leute, die dir irgendwie nichts gönnen oder so. Das heißt, mach einfach dein Ding, hab den Fokus auf deinem Business, auf deiner Selbstständigkeit, konzentrier dich einfach nur darauf und nicht auf das, was andere sagen. Und zudem, was ich auch noch mit Fokus meine, ist folgendes. Du solltest wirklich eine genaue Zielgruppe haben mit einem Angebot, das du deiner Zielgruppe wirklich anbietest. Bedeutet, das Ganze führt dazu, wenn du wirklich nur eine Zielgruppe hast, also sag ich jetzt mal eine Branche, eine Nische bedienst, mit einem bestimmten Angebot, einfach zum Beispiel Problemlöser für Problem XY bist, dann wirst du als Experte wahrgenommen. Was bringt dir das Ganze, wenn du als Experte wahrgenommen wirst von deiner Zielgruppe? Ganz einfach, du kannst viel leichter und einfacher deinen Kunden einfach deine Dienstleistung viel hochpreisiger verkaufen, weil dein potenzieller Kunde eben merkt, hey, du bist spezialisiert auf einem gewissen Gebiet, somit baut er viel mehr Vertrauen auf, er geht davon aus, dass du eben seine Probleme lösen kannst und dadurch wird es dir, wie gesagt, viel einfacher fallen, höhere Preise abrufen zu können. Punkt Nummer 2, der extrem wichtig ist, dass du wirklich erfolgreich mit deinem Business wirst, ist ganz klar dein Umfeld. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich kann es aus der Erfahrung von vielen Leuten, die ich kenne, sagen, die auch eben erfolgreich im Business geworden sind. Ich kann es von meinen Mentoring-Teilnehmern berichten. Dein Umfeld ist extrem ausschlaggebend, wie schnell und ob du überhaupt erfolgreich wirst. Weil wenn du dir das Ganze jetzt so vorstellst, du hast nur Leute in deinem Umfeld, die jedes Wochenende feiern gehen wollen, saufen gehen möchten, sich komplett einen reintrichten dann möchten oder du Leute in deinem Umfeld hast, die die ganze Zeit nur negativ auf dich einreden und über alles meckern, aber nichts ändern, wird dich das in deinem Unterbewusstsein extrem beeinflussen und dich einfach davon abhalten, dass du die Ergebnisse erzielst, die du wirklich haben möchtest. Deswegen, ich kann dich hier nur den Tipp geben, mach dir wirklich mal Gedanken, mit wem umgibst du dich so die meiste Zeit und schau wirklich mal, sei da auch wirklich ehrlich zu dir selber, wer von diesen Leuten tut dir gut und wer nicht, ja, wer hält dich nur davon ab, deine Ziele zu erreichen. So, und dann solltest du auch mal wirklich aussortieren, ja, also die Leute, die dir nicht gut tun, wo du wirklich sagst, hey, die verschwenden deine Zeit, die schätzen deine Zeit nicht wert, die reden die ganze Zeit irgendwie nur schlecht über dich oder dein Business, dann sollten sie sowieso nicht deine Freunde sein oder sich in deinem Umfeld befinden. Aber ich kann auch so meine eigenen Erfahrungen eben auch sagen, mein Umfeld hat sich in den Jahren extrem verkleinert, ja, ich hatte noch nie extrem viele Freunde, aber deutlich mehr, als ich jetzt habe. Ich kann meine besten Freunde wirklich jetzt inzwischen einfach nur an einer Hand abzählen und mit diesen Leuten umgebe ich mich auch die meiste Zeit, wenn ich mal nicht gerade am Arbeiten bin. Diese Leute passen auch zu mir und zu meinem Business, sage ich jetzt mal. Nicht, dass sie jetzt in meinem Business mitarbeiten, aber trotzdem, ich habe nur Leute in meinem Umfeld, die das cool finden, was ich mache, die mich unterstützen, die vielleicht auch selbstständig sind, sich auch was aufbauen und so weiter. Das heißt, es sind einfach grundsätzlich ähnliche Interessen vorhanden. Man pusht sich gegenseitig, man kann sich austauschen, man lernt viel voneinander. Auch in schlechten Zeiten, wenn es einem mal mental oder so nicht gut geht, ja, was auch passieren kann, was ganz menschlich ist, kann man einfach mit diesen Leuten darüber reden, sich austauschen, ein bisschen ausheulen in Anführungszeichen. Und das ist wirklich Gold wert. Ja? Deswegen achte auf jeden Fall auf dein Umfeld. Schau, wen du in deinem Umfeld hast, wer da vielleicht jetzt aktuell nicht mehr reinpasst, weil du deine Ziele dadurch irgendwie nicht erreichst. Und dann, wie gesagt, kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Und jetzt kommen wir schon zu Punkt Nummer 3. Und das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Tipps, um wirklich erfolgreich zu werden in deinem Business. Aber auch zum Beispiel, was Gesundheit oder Fitness angeht. Also Fitnessstudio oder sonstiges. Aber vor allen Dingen auch im Business kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, es ist extrem wichtig, dass du beharrlich bleibst. Das heißt, du musst wirklich konstant die Dinge tun, die eben funktionieren und eben geduldig sein. Auch wenn du schon die Dinge tust, die wirklich funktionieren, dauert es einfach vielleicht noch einen Monat, noch 3 Monate, vielleicht sogar noch ein Jahr. Aber du darfst nie aufgeben. Ja, das ist Beharrlichkeit, immer weiterzumachen. Wenn du schon auf diesem Weg bist und immer weitermachst, schon oft Rückschläge hattest, trotzdem wieder aufgestanden bist, weitergemacht hast, dann kann ich dir garantieren, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis du wirklich erfolgreich wirst. Deswegen ganz, ganz wichtiger Tipp an der Stelle, sei beharrlich, bleib dran,
mach weiter und früher oder später, kann ich dir garantieren, wird sich das Ganze auch bei dir auszahlen. Jetzt sind wir auch schon beim vorletzten Punkt angekommen, den ich dich hiermit auf den Weg geben möchte, was wirklich wichtig ist, dass du erfolgreich wirst mit deiner Selbstständigkeit, mit deinem Business, ja? Und zwar ist es, dass du dir wirklich klare Ziele setzt. Diese klaren Ziele können die verschiedensten Dinge sein. Im persönlichen Bereich, Beziehungsbereich, im Business, sage ich jetzt mal Umsatz, ja, aber auch zum Beispiel, was für Meilensteine möchtest du erreichen, wann möchtest du deinen ersten Mitarbeiter einstellen und so weiter. Deswegen, ich kann dich hier nur den Tipp geben, setz dich mal hin und schreib dir die verschiedenen Lebensbereiche auf, die du so hast. Privat, Business, generell finanziell und so weiter. Schreib dir das mal auf ein Blatt Papier und schreib dir dann wirklich deine konkreten Ziele auf. Wenn du das gemacht hast, kann ich dir auch empfehlen, visualisier diese ganzen Ziele auch. Zum Beispiel druck ein Bild von deinem Traumauto aus, mach dein Handybildschirm, dein Sperrhintergrund irgendwie zu irgendwas, was du materialistisches mal erreichen möchtest. Oder wenn dich zum Beispiel deine Familie antreibt, du deinen Eltern was zurückgeben möchtest oder deine Frau, deine Freundin, dein Freund, wer auch immer dich antreibt und du demjenigen etwas Gutes tun möchtest, mach den oder diejenige als Hintergrundbild, dass du das Ganze einfach dir visualisierst und siehst. Wenn du das Bild ausgedruckt hast, häng dir das irgendwie an deine Schlafzimmertür oder an die Badezimmertür und stell dir das Ganze auch oft öfter mal vor. Einfach, wenn du mal da sitzt und ein paar Minuten Zeit hast, bevor du jetzt nochmal auf TikTok gehst und irgendwie wieder 10 Minuten durch TikTok scrollst, setz dich einfach mal hin, mach die Augen zu, visualisier dir das Ganze, manifestier das Ganze einfach mal, sag einfach mal, hey, du möchtest in einem Jahr da und da stehen. Mach die Augen zu, stell dir das mal vor, als wärst du schon, sage ich jetzt mal, an dem Punkt und spür wirklich mal in dir, wie dein Körper schon davon ausgeht, dass das Ganze so ist. Es ist ein extremer Gamechanger, hat mir auch sehr, sehr viel geholfen, meine Ziele zu erreichen, hilft mir auch immer noch. Ich habe natürlich immer noch sehr viele Ziele vor mir, die ich erreichen möchte, aber das kann ich dir auf jeden Fall auch empfehlen. Und was ich dir an der Stelle hier auch noch kurz mit auf den Weg geben möchte, ist ganz klar, dass wirklich Disziplin um einiges wichtiger ist als Motivation. Ich bekomme ganz oft die Frage gestellt, so, hey Tobi, warum bist du immer motiviert? Wie kannst du jeden Tag arbeiten und so weiter? Und ich sage euch ganz ehrlich, ich selber habe auch mal keine Lust. Ich habe auch mal Tage, wo ich sage, boah, heute würde ich lieber im Bett liegen bleiben. Ich habe heute keinen Bock, was zu machen oder so. Das ist ganz normal und ganz menschlich. Aber hier ist der Unterschied, die Leute, die dann danach handeln und sagen, ja, okay, ich bleibe heute mal im Bett oder ich mache heute mal nichts so, die kommen eben nicht so schnell voran. Wenn du diszipliniert bist auf der anderen Seite und trotzdem jeden Tag das machst und auch Sachen machst, die du vielleicht nicht machen möchtest, wirst du viel, viel schneller Ergebnisse erreichen und vor allen Dingen deine Konkurrenten im Schatten stehen lassen. Und jetzt fragst du dich vielleicht an der Stelle auch noch, okay, wie baut man jetzt Disziplin auf? Ganz einfach, wie ich es gerade eben angesprochen habe, visualisier dir deine Ziele, setz dir ganz klare Ziele und wenn du dann immer daran denkst, wenn du im Bett liegst und dir denkst, ha, heute könnte ich ja mal nichts machen oder weniger machen, denk wieder einmal ganz kurz an deine klaren Ziele und du wirst merken, du bist direkt eigentlich wieder gepusht und wirst dich wieder an den Schreibtisch setzen oder eben deine wichtigsten To-Dos abarbeiten. Und jetzt sind wir auch schon beim letzten Punkt angekommen, den ich dir mitgeben möchte, wie du wirklich mit deinem Business erfolgreich wirst und vor allen Dingen deutlich schneller erfolgreich wirst. Und zwar ist es ganz klar ein Mentor. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Mentoring anbiete, sondern allgemein. Ich selber habe auch immer wieder in den verschiedensten Lebensbereichen Mentoren. Und warum? Ein Mentor ist einfach wirklich ein Shortcut zu deinem Erfolg. Natürlich ist es hier wichtig, dass du dir hier jemanden aussuchst, mit dem du dich identifizieren kannst, wo du sagst, hey, du feierst die Person im Allgemeinen, wo du sagst, derjenige hat das Ganze vielleicht selber schon mal durchlaufen, finde ich auch ganz wichtig. Es gibt viele Coaches, Mentoren da draußen, die dir irgendwas beibringen wollen, was sie selber noch nie in die Praxis umgesetzt haben. Deswegen finde ich viel, viel wichtiger, darauf zu schauen, hey, hat derjenige das selber schon mal umgesetzt, als einfach nur zu gucken, hey, was bietet der an? Hier liegt es einfach daran, weil derjenige, der das Ganze selber schon mal umgesetzt hat und sich nicht irgendwie aus dem Internet zusammengesucht hat und sagt, hey, so und so funktioniert das, weiß eben, wie es wirklich ist. Deswegen, wenn du einen Mentor hast, der das Ganze schon mal selber durchlaufen ist, der schon da ist, wo du hin möchtest, der schon deine Ziele erreicht hat, der dir wirklich was beibringen kann, ist es, wie gesagt, einfach ein Shortcut, eine Abkürzung zu deinem Erfolg, weil derjenige hat schon gewisse Fehler gemacht, die er dir eben weitergibt, dass du diese Fehler eben nicht mehr machst. Hat Erfahrungen gesammelt und er weiß, was funktioniert. Somit zeigt er dir einfach nur ganz genau, was du 1:1 umsetzen musst. Und wenn du das Ganze dann umsetzt, hast auch du extrem schnelle und gute Ergebnisse. Natürlich kommt es am Ende des Tages auch auf dich drauf an. Nur weil du einen guten Mentor oder einen guten Coach hast, heißt es natürlich lange noch nicht, dass du die guten Erfolge erzielst. Du musst es am Ende des Tages wirklich selber umsetzen. Weil was bringt dir das? Zum Beispiel, wenn du einen Fitnesstrainer hast, der erklärt dir, wie eine Übung funktioniert, du aber nicht ins Fitnessstudio gehst, dann wirst du auch keine Resultate haben. Deswegen dieser Punkt meiner Meinung nach ein extremer Gamechanger. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan selber davon. Ich habe selber Mentoren. Ich kenne ganz, ganz viele erfolgreiche Leute, die auch Mentoren haben. Und man muss ganz klar dazu sagen, es
es gibt immer Leute, die ein kleines bisschen besser sind als du, von denen du lernen kannst. Wenn du jetzt zu einem dieser Punkte irgendwie Fragen hast, dir irgendwas unklar ist oder so, dann schreib mir sehr, sehr gerne mal einen Kommentar dazu, dann werde ich diese Frage auf jeden Fall beantworten. Zudem kannst du mir auch gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob du schon mal Erfahrungen damit gemacht hast, ob du schon mal Hilfe angenommen hast, mit einem Mentor oder einem Coach zusammengearbeitet hast und wie da so deine Erfahrungen waren. Und wenn du jetzt sagst, du stehst selber vielleicht an dem Punkt, dass du irgendwie in deinem Business nicht weiterkommst, du hast irgendwelche Herausforderungen, weißt nicht, wie du sie lösen kannst, irgendwie du bekommst nicht genug Kunden, du weißt nicht, wie du Kunden generierst, du hast keinen klaren Verkaufsprozess, du weißt nicht, wie du dich positionieren sollst oder sonstiges, dann check jetzt hier unten gerne mal in der Beschreibung den ersten Link ab. Hier kannst du dich nämlich für ein kostenloses Erstgespräch mit mir persönlich eintragen. Da können wir uns einfach mal ganz unverbindlich und kostenlos natürlich deine Situation anschauen, gucken, wo du gerade stehst, wo du hin willst, welche Herausforderungen du hast und wie ich dir dabei eben vielleicht helfen könnte. Wenn dir dieses Video jetzt gefallen hat, dann gib mir sehr, sehr gerne einfach einen Daumen nach oben. Gib mir gerne dein Feedback in den Kommentaren zu diesem Video und lass mir auch sehr gerne ein Abo auf diesem Kanal hier da, weil hier kommen regelmäßig Videos eben zu diesen Bereichen. Selbstständigkeit, Business aufbauen, wie man mit Fotos und Videos sein Business aufbaut, mehr Kunden generiert und so weiter. Deswegen, um kein Video mehr zu verpassen, lass mir jetzt an der Stelle auch sehr gerne ein Abo da. Wenn dich jetzt interessiert, wie du in nur einem Jahr 100.000 Euro mit Fotos und Videos verdienen kannst, dann check auf jeden Fall mal jetzt hier dieses Video ab, weil da erkläre ich dir ganz genau, wie das funktioniert.